habe manchmal gedacht, es geht nicht weiter. Ist sehr überraschend, wie gut er durchzieht, weil es waren Steigungen drin, die schon es in sich hatten. Ich freue mich auf die Nacht im Zelt, bei Wind wie bei uns an der Nordsee. Geil. Mein blaues Hotel steht hier, ich schlafe heute im Amarok. Wir durften durch die Wüste fahren, wir durften Dünen fahren, konnten so ein bisschen gucken, wo sind die Grenzen, vor allem wo sind unsere eigenen Grenzen, denn die vom Auto erreicht man eigentlich nur durch Fahrfehler, ansonsten nicht. Der Amarok zeigt, dass er seine Qualitäten überall hat und mit dem neuen V6 richtig viel Wumms.